Ja, ein Hit noch, ich bin Nicht, tot. geh einfach weg, geh einfach weg. Wir brauchen auf jeden Fall 2000, mindestens. Ich bin tot. Was patcht der denn da? Haben wir irgendwas an dem Spiel nicht begriffen? Keine Ahnung, wir sind halt einfach scheiße im PvP. Hoffentlich tötet mich noch zu Hause irgendwie ein Blob. Das wäre richtig lustig. Ja. Ich würde ungefähr so lachen. Hahaha, töte mich! Ich hab mein... Das ist nicht passiert. Ich habe mein Schwert verloren. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich dachte, man verliert die Gegenstände, die man gefunden hat, was davon. Nee, das habe ich... Das oh, Ofer bei Level 8. Neues Herstellungsrezept. Luxusgeschwindwachs. Ölpresse oh. Und Fass. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe einfach keine gute Waffe mehr. Ja, nicht mehr in die Mine gehen. Ja, nie mehr in die Mine gehen. Ja. Also ich habe hier noch eine andere gefunden, aber die ist halt ultra scheiße. 18 bis 27 Damage. Ja, ist halt besser als nix, aber dann gehst du halt nicht mehr in die unteren Ebenen oder so. I don't know. Und ich bring jetzt mal die Milch zum Zwerg. Mal gucken, ob es das bringt. Okay. Hm, ist das was, was Menschen mögen? Nö. Es gibt da, es hat nichts zu gesagt, der Milch. Okay, der Wichser. Erkennst du einen Eichenbaum? Alter, ich bin froh, wenn ich einen Baum erkenne. So viel sitze ich im Keller vorm PC. Vor allem, ich meine, natürlich ist es zu dritt in der Mine einfacher. Aber nee, wir haben nicht ansatzweise so gestruggelt. Ja, vor allem, ich raff auch bis heute nicht, was aus diesem einen Baum geworden ist, wo schon mal so ein Teil dran war. Den so hat Peter, glaube ich, abgebaut. Aber nicht sicher. Oh. Wegen des Feldes. Hurensohn, richtiger Hurensohn. Dessen Mutter war auf jeden Fall eine Hure. Ja. Keine Ahnung, ich gehe wieder raus aus der Mine. Whatever. 5 Ebenen pro Tag sind genug. Ja. Dann sterbe ich wieder. Und dann wieder 20 verlieren. Ja, eben. Ich habe eine Sequenz! Sequenz! Abigail! Sie ist an einem Grab. Ist vielleicht nicht so Hype-Moment. Sekunde, ich gehe auf sie zu. Aber da ist ein Schwert daneben. Ist irgendwie auch wiederum cool. Ich glaube zumindest, dass es einen Friedhof darstellen soll, oder? Jetzt lacht sie! Oh mein Gott, sie ist der Endboss! Du fragst dich sicherlich, warum ich zu dieser Stunde am Friedhof bin. Erstmal habe ich mich gefragt, ob das überhaupt ein Friedhof ist. Aber okay. Oh, voll die schöne Musik. Ich bin hier, weil es der beste Platz im Ort ist, um ein wenig Ruhe zu haben. Vor allem ist voll der fette Schwert daneben. Und ich bin ganz verschwitzt, weil ich meinen Schwertkampf trainiert habe. Holy moly. Holy moly. Ja, Klaus. Also, nice, Klaus. Was? Du denkst, ich sei zu schwach für ein Schwert? Das hast du gar nicht gesagt! Aber okay, sie hat gesagt, du denkst, da hat sie recht. Entschuldige, ich habe das etwas zu persönlich genommen. Weißt du, ich wollte die Berghöhlen erkunden, aber es ist natürlich zu gefährlich, unbewaffnet aufzubrechen. Manu! Alter, nimm das Schwert. Ich glaube, ich nehme sie gerade, ich bin auf sie zugegangen. Hast du schon mal ein Schwert geschwungen, oder? Ja, und es ist aufregend. Ja, benutze Selbstverteidigung. Ja, aber es ist gefährlich, du sollst lieber in Sicherheit bleiben. Nein. Ja, und es ist aufregend. Ich bin schon dreimal gestorben. Siehst du, ich unterstütze die. Siehst du? Gestorben, genau. Siehst du, du verstehst also, warum ich hier draußen bin. Ich habe mein ganzes Leben im Tal verbracht, aber nie irgendetwas Bemerkenswertes gemacht, an das man sich erinnern würde. Ich will auf ein Abenteuer gehen. Geh mit mir. Geh mit mir in die Mine. Geh mit mir in die Mine. Ey, wenn sie da stirbt, ich würde so lachen. Das wäre so lustig, wenn die dann ganz tot wäre. Abigail? Kommt Pierre? Woher kommt... Vater! Wo kommt der denn her? Alter, kam der aus dem Busch? Die kam aus dem Grab. Ich habe überall nach dir gesucht. Deine Mutter will, dass du nach Hause kommst und mit dem Abendessen hilfst. Wütender Blick. Ich muss irgendwie ein Spasti sprechen, weil der uns unterbrochen hat. Was machst du hier auf dem Friedhof? Das ist kein Ort für eine junge Dame. Komisches Zeichen von Abigail. Oh nein, wir müssen schnell ins Bett. 040. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Ich soll also daheim kochen, weil ich ein Mädchen bin, oder was? Du bist gleich bewusstlos. Du steckst erst in deiner Vergangenheit fest, Vater. Oha! Ey, da bist du! Lass uns hier verschwinden, Klausine! Siehst du mich? Ja, du nee, seh ich nicht, aber renn! Geht nicht, ich bin in der Sequenz! Lauf! Was nun? Kommst du mit oder nicht? Natürlich komm ich mit! Alter, ich will mit! Kannst da bleiben, Ich geh mit! Tschüss, Pia! Uff, komm zurück! Alter, hab ich den... Puh, hier wird mein Vater... Du redest seit 3 Stunden mit fucking Abigail, ne? Die sagt, wir haben ein Versteck, wo ihr Vater uns nicht finden wird. Kannst du glauben, dass meine Eltern je jung waren? Sie verstehen meine Sichtweise überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen, in der man auf andere Dinge Wert legt. 10:50! Aber hin und wieder regt es mich trotzdem auf. Okay? Danke, dass du mir zugehört hast, Klausina. Bei Uhr. Könntest du mir jetzt helfen, meine Haare aus diesem Busch zu befreien? Ich helfe ihr. Hallo, 2 Uhr. Ja. Oh, ich bin zu müde. Ich leg mich mal hin. Mitten auf die Straße.
Und jetzt wirst du bewusstlos und wir haben Geld verloren. Nee, Alter, nicht, wie undurchdacht ist das denn? Ich glaube nicht, dass wir Geld verloren haben, ich weiß doch nicht. Doch haben wir, ich habe da Geld wackeln sehen, okay. Kurz bevor die Nacht um war. Ja, okay, aber wie willst du es machen? Willst du die Zeit festhalten? Ja. Clever wäre zurückschicken, fairerweise. Ja, ins Bett. Ja. Also wenn er merkt, 2 Uhr, okay, ins Bett. Weil das ist ja mal kompletter Bullshit. Kannst du mich jetzt mal machen lassen? Du hast 2 Level über mir. Ja, es gibt gar keinen Grund, dass du es jetzt machst und nicht ich, dass doch. Ich schnell auf Level 10 komme. Verarschen? Auf 5 und 10 kriegt man jeweils einen Beruf. Das wäre doch cleverer, wenn jetzt der Erste direkt auf den Beruf natürlich, kommt. Das wäre richtig clever. Gib mir mal alle, gib alle, gib alle, gib alle. Ich hab gar nichts. Okay, verkaufe ich halt alle. Nein, mach das nicht. Oh, ein neues Küken ist geschlüpft. Wie nennen wir das? Schmanuels Unterhose, bitte. Schmanuels Unterhose. Okay. Oh, ich hab Mess vergessen. Ich hab Schmanuel Unterhose genannt. Ernsthaft? Ja, ich glaub schon. Also nicht nur, dass das falsch war. Ich hab gesagt, Schmanuels Unterhose, bitte. Das bitte auch noch. Sorry, my bad. Das war dumm von mir. Ich hab ein Herz für deine Unterhose. Was? Endlich. Wenn du willst, zieh ich die sogar für dich an und riech, ob die gut ist. Boah, das ist echt nett. Immer wieder gerne. Ich bin mal kurz weg, kotzen. Ja, ich gehe jetzt noch zu dem Wagen-Ding. Und wenn die dann keine Saat hat, dann kaufe ich Zeug zum Anpflanzen. Ne, hat sie nicht. Ja, das ist ärgerlich. Oh, Abigail! Hi. Was soll ich heute tun? Ich denke darüber nach, meine Haare wieder zu färben. Was meinst du? Färbe sie schwarz, warum nicht blond? Wie wäre es mit einem krassen Pink? Ich mag deine Haare so, wie sie sind. Natürlich würdest du so etwas sagen. Nein! Scheiße! Toll! Was soll ich denn sagen? Bloß nicht blond, Alter. Was ist das für eine dumme Frage? Habe ich jetzt ein Herz verloren? Fange ich wieder bei null an? Fotze. Was ist das für eine dumme Aussage, ey? Natürlich würdest du sowas sagen. Ja, vielleicht sage ich das, weil das stimmt. Wir brauchen 5 Golden. Ich gebe alles für Kürbis aus. Ah, hier ist ein gutes Schwert noch drin. Cool. Brauchst du noch welche oder reicht das schon? Was ich habe 60 du kaufen Stück. Konntest. 60? Ja. Lol. Aber wir sollten hier mal mehr Lichter hinstellen. Ja, vor allem die Vogelscheuchen könnten wir hier hochbringen. Oh ja, ganz wichtig. Oh, ich muss aufhören, meine Ausdauer. Ab ins Bett. Aber guck mal, dass du irgendwie Eisen bekommst. Das ist ja echt geil. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Morgen. Hä? Pilz? WTF? Warte mal, ich probiere es einmal mit Darkst. Pilz fällt! Hä? Hä? Hat sich ja gelohnt. Oh, wenn das mal kein Fehler war. Ah, da kam Pilz raus aus dem... Pilz. Aus dem Pilz, ja. Haben wir überhaupt Auberginen angebaut? Fällt mir gerade. Du hast alles einmal angebaut, ich bin mir ziemlich sicher. Preiselbeeren hatten wir gerade ganz viel Obst. Er kauft von dem viel, wo ich meinte, das bringt am meisten. Ich hätte ja nachgeguckt. Das weiß ich nicht mehr, was war. Jetzt habe ich es egal. Ja, wow. Dann gibt er nicht das Geld aus. Die waren billig. 20 haben die gekostet nur. Ja, ist halt dumm. Ja, jetzt zu spät. Wow, wir haben Montag und ich habe Elliot jetzt schon alles geschenkt. Ja gut, kannst ja in 2 Tagen machen, das ist ja nicht das Ding. Der fragt sich bestimmt jetzt, warum kommt Manuel denn immer nur in den ersten 2 Tage? Dann ist er weg, wo ist er? Manuel, wo bist du? Wer ist mir? Also wenn du so Dinger noch herstellen kannst, ne, ich habe jetzt ein Feld ein bisschen erweitert. Ach so, du meinst gerade, ja. Nee, wir brauchen Eisen. Wenn du mir Eisen besorgst, gerne. Dann geh ich morgen in die Mine und besorg's dir. Genau, jetzt an die Mine und du kannst es mir besorgen. Wie wär's? Ah, ist nicht mehr so viel Zeit, um es dir zu besorgen. Ja. Geh mal da weg, ich glaube, da ist das Holz drin. So lass ich nicht mit mir umgehen, okay? Kannst du mir anders so behandeln, aber nicht mich. Hallo, Matiko, jetzt gehe ich gleich ins Bett. Und da kam wieder ein Stein aus meinem Müll. Geil. Ja, der Mülldings, der enttäuscht gerade sehr. Der enttäuscht überhaupt nicht. Genau das, was ich brauche. Dann lass meine Mine Eisen abbauen. Lass mich hier erstmal ein bisschen Sachen wegwerfen. Ich bin komplett voll, ne? Ich muss irgendwie. Oh, ich hab schon wieder Post. Hallo Klausine, in einer Woche halten wir das Sterntautaler Volksfest ab. Das ist die größte Veranstaltung des Jahres. Du kannst deinen eigenen Hof dort präsentieren, wenn du willst. Bring einfach bis zu 9 Gegenstände mit, die am besten deine Talente widerspiegeln. Ja, genau. Holy moly. Ja, wie spät sagen die uns denn Bescheid? Ich bin 55. Ist so hoch, 40 bis 50 sind die. Ich lass mir von dir gar nichts sagen, woher willst du es wissen? Ich hab nachgeguckt. Ja, das ist jetzt scheiße, ne? Oh, Eisenerz. Ja, ist trotzdem beschissen. Und wenn du dir die Ebene mal anguckst, ne, das ist einfach sick. Ist trotzdem beschissen. Wie viel Iron hast du denn schon, ne? Ich helf dir! Boah, sind easy. Ja. Sind easy. Oh, noch ein Ausgang. Oh, platzt das. Boah, sind wir am zerbersten. Boom, Gegner! Boom! Boom! Tsch! Boom, boom, tsch! Boom, boom, tsch!
Ja, bum, bum, kick, bum, bum, kick. Oh nein, nein, er will. Ja, genau, alles klar. Hilf mir doch! Geht Hallo? Ich, es ist zu stark. Geh einfach weg, gewitzt mich! Du schaffst es schon. Wirklich nicht, dein Ernst. Alter, ist hier, Alter, ist hier viel Eisen. Ich hab die nie mehr, egal. Alter, ist hier viel Eisen. Ausgang. Frank. Ausgang. 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 Hier ein Ausgang. Ausgang. Hab den Ausgang gleich. Ich stelle jetzt gerade kurz, da war wirklich einer. Junge. Ausgang. Ausgang. Hallo. Ich Ausgang. Sag Ausgang. Ja, du hast ihn übersehen. Ausgang. Da. Da ist unser Ausgang. Wäre lustig, wenn er da jetzt wirklich gespawnt wäre. Hätte ich gekischt. Ausgang. Ja, du hast keinen Ausgang gesagt, zählt nicht. Stimmt, ich hab's geschrien. Ja, also wir haben auf jeden Fall dann genug für das Feld, das ist doch schön. Aber wir sollten noch mal so eine Aktion starten. Das können wir machen. Stell die Dinger noch her, stell die Dinger noch her. Stell die Dinger her, stell die Dinger her. Ah, Süßkartoffel konnten wir looten. Ah, ja. Okay. Dann pack die mal beiseite ein bisschen. Oh, eine goldene? Ja, die goldene schön beiseite legen, auch ja, für das Fest. Ja, eben. Wir können ja ins Beschluss gucken, ob wir irgendwas zu viel haben. Tue ich die goldene mal rein. Ich behalte eine wegen der Abgabe. Oh, wir haben hier noch goldene Früchte. Geil, die hole ich mal raus. Jetzt haben wir die Sonnenblume, nehmen wir mal auch. Rein, okay. Rein, rein. Wir haben schon 6 Sachen auf Gold. Im Bett. Okay.